noch gleich dein Name? China Blue. Sie in dem grauen Kostüm, das ist sie. Wie kann jemand, der so aussieht, kriminell sein? Der Herr hat mich gesandt, um dich zu retten, die Erde zu erlösen von dieser Plage. Sie muss irgendwas verbergen. Reißen Sie ihr bitte die blütenweiße Weste runter. China Blue bei Tag und Nacht. 23 Uhr in Sat 1. Filet ist gesund. Es wird sogar noch besser. Mit Mazzola-Keimöl. Denn im Korn liegt der Ursprung des Lebens, der Keim. Seine gesunde Kraft ist in jedem Tropfen Mazzola. Darum macht Mazzola-Keimöl ihr gesundes Filet noch besser. Mazzola-Keimöl, die gesunde Kraft aus Keimen. Stellen Sie sich vor, ein Rasierer, der wie für Sie gemacht ist, der die Feinheiten Ihres Gesichtes erkennen kann. Neu von Gillette, Sensor, das revolutionäre Rasiersystem. Gillette, für das Beste im Mann. Sensor, mit Klingen, die einzeln auf hochsensiblen Federn gelagert sind. Sie tasten die Haut permanent ab und passen sich automatisch allen Unebenheiten Ihres Gesichtes an. Und wir geben dir, was dich erfolgreich macht. Gillette Sensor. So gründlich, sanft und sicher wie niemals zuvor. Für den Mann die beste Rasur von Gillette. Du bist ganz vorn, du bist der Champion. Gillette, für das Beste im Mann. Der neue Gillette Sensor. Für das Beste im Mann. Woran liegt es, dass Victoria und Elsbeth so leicht leichtsinnig werden? Das bleibt das sahnige Geheimnis vom leichten Philadelphia. Aus der Natur für die Natur. Omeka-Schuhe gehen diesen Weg mehr und mehr in Herstellung und Material. Omeka ist Spirit of Nature. Mehr und mehr Natur. Omeka. Natürlich kann ich ganz gut Kaffee alleine trinken. Nur beim Melitta-Kaffee mit dem Namen Milde Harmonie, da denke ich oft, schöner wäre es zu zweit. Sich beim Kaffee trinken in die Augen schauen. Wie? Hm? Schon wieder eine Fernsehzuschauerin, die heimlich mittrinkt. Melitta macht Kaffee zum Genuss. Entwickelt auf einem der größten Computer. Der neue Opel Vectra 2000. Sein 16V-Motor mit 110 kW, 150 PS. Sein serienmäßiges ABS und sein intelligentes Fahrwerk machen ihn zum Vectra der Vectras. Besonders auf etwas nasseren Strecken. Der Opel Vectra. Technik, die begeistert. Jetzt, liebe Zuschauer, dürfen Sie einen kurzen Blick in die nächste Woche werfen. Und was Sie da zu sehen bekommen, ist klein und schwarz und hat ein schmächtiges Stimmchen, haut aber ganz gewaltig auf den Putz. Hey, kenne ich dich nicht von irgendwo her? Nein, Mann, unmöglich. Ich bin aus Buffalo. Präsentiert den Original-Kino-Hit Beverly Hills Cop, ein Polizist, den man nicht überhören kann. Foley, wir hätten es wissen müssen, dass du es bist. Nehmen Sie mich nicht auf Namen, Axel. Nicht jetzt. Superstar Eddie Murphy sorgt im luxuriösen Beverly Hills für einige Aufregung. Eddie Murphy in Beverly Hills Cop. Eine der ganz großen Nummern mit Gag-Garantie. Quatscht aber immer noch. Sag mal, merkst du nicht, dass ich dir nicht zuhöre? Ich finde es widerlich, wenn du das machst. Dann hör doch einfach auf. Es ist kindisch. Ich stelle, wenn der Pony hier drin. Oh, Scheiße. Ah, da ist er ja. Die Show kann beginnen. Am Donnerstag, 21 Uhr, in Sat 1.
Wie gesagt, am Donnerstag nächste Woche um 21 Uhr dürfen Sie mitlachen. Morgen Abend gibt es jemanden, der hat ganz bestimmt überhaupt nichts zu lachen, denn für ihn bleiben immer nur die allerschmutzigsten Jobs. Dafür hält er sich aber erstaunlich wohlerzogen und ganz wie ein guter Zahnarzt erklärt er dem verzerrten Gesicht unter ihm erstmal die Instrumente. Weißt du, das ist eine 44er Magnum. Eine Menge Menschen haben davor große Angst. Würden Sie mir das erklären? Morgen Abend in Sat 1. Diese Illegalen gehören weg! Wir haben eine Anzeige, Mr. Manisch. Wir müssen leider einschreiten, wenn Sie Ausländer ohne Papiere beschäftigen. Hey, Sie! Fassen Sie die Kinder nicht an! Suchen Sie ein Bus! Niemand hat was gesehen, niemand weiß etwas. Wir kannten Sie. Flüchtig. Wir haben Sie gestern kennengelernt. McBroder und Loud. 21 Uhr. Sat 1. Ruf mal dort an und sag ihm, dass Kellerhans Nase juckt. Ein Bankraub sei hier im allerbesten Gange, klar? Kann ich Sie was fragen, Inspektor Callahan? Wieso nennt man Sie Dirty Harry? Nun frag dich doch mal, ob du ein Glückskind bist. Ist noch eine Kugel drin? Sie! Lassen Sie die Waffe fallen! Drehen Sie sich um und legen Sie die Hände auf den Kopf! Er hat einen braunen Koffer bei sich, in dem sich vermutlich eine 3006 befindet. Der Mann wird wegen Mordverdachts gesucht. Da drüben. Wagen 11, melden Sie uns. Wer hat einen braunen Koffer? Dirty Harry, 22.05 Uhr. In Sat 1. Du hast verdammt kein Recht, oh mieser verdammter Affe. Da hast du kein Recht, hast du verdammter mieser Affe. Du wirst von deiner verdammten Verfassung gehört. Ach, bist du süß in deinem Zorn. Ne? Ist Ihnen klar, dass es sich um einen Tatbestand arglistiger Täuschung handelt, wenn Sie sich bei einer solchen Aktion als Puerto Ricaner verkleiden? Diesmal sind Sie leider zu weit gegangen, Ryan. Wie ein Panther in der Nacht. 23.55 Uhr in Sat 1. Bis zur Entscheidung des Geschworenengerichts, dem folgenden Disziplinarverfahren der Polizei und der abschließenden Entscheidung des Polizeipräsidiums vom Dienst suspendiert wird. Sie sagen Beweise deiner Unschuld oder du bist schuldig? Ganz einfache Sache. So also sieht Ihr Samstagabendprogramm hier in Sat 1 aus. Jetzt aber zurück zum Freitag und damit zu den Nachrichten. Guten Abend, liebe Zuschauer, hier noch einmal Nachrichten von Sat 1 Blick. Die polnische Regierung hat erstaunt auf die neuen Bedingungen von Bundeskanzler Kohl zur Anerkennung der polnischen Westgrenze reagiert. Kohl will, dass Polen ohne Bedingungen auf alle Reparationen verzichtet. Dies hatte Warschau 1953 schon einmal getan. Heute sagte die polnische Regierungssprecherin Jessa Bitowska, wenn Kohl die Grenzgarantie mit der Bestätigung des Verzichtes koppeln wolle, dann müsste auch Polen an Gegenbedingungen denken. Die Regierungssprecherin weiter, wenn die Bundesrepublik im Zusammenhang mit der Grenzfrage eine Erweiterung der Themen wünsche, werde Polen das Problem der Entschädigung für 1 Million polnischer Zwangsarbeiter zur Sprache bringen. Eine Währungsunion mit der DDR wird es auf keinen Fall zum 1. Juli geben. Das versicherten heute Vertreter der Deutschen Bundesbank und der Bundesregierung. Über den Zeitpunkt einer Währungsreform in der DDR und den dann gültigen Umtauschkurs soll erst nach der Wahl am 18. März entschieden werden. Die Bild-Zeitung hatte heute berichtet, die Deutsch-Deutsche Währungskommission hätte sich bereits auf den 1. Juli geeinigt. 16 Tage noch bis zu den ersten freien Wahlen in der DDR und neben vielem anderen ist eine politische Übung für die Deutschen im Osten gänzlich ungewohnt: Wahlkampf der Parteien. 40 Jahre lang mogelte sich die SED an die 100%-Marke heran. Jetzt treten 41 Parteien und Gruppierungen zum freien Wettbewerb an. Wahlkampfhilfe aus der Bundesrepublik gibt es reichlich. Und zum Wahlkampf gehört bei uns schon seit langem Parteienwerbung im Fernsehen. Wie dies in der DDR aussieht, hat sich Bernhard Bertram angesehen. Auch im DDR-Wahlkampf locken die Stimmenfänger den Bürger längst mit modernen Werbemitteln. Fernsehspots der Parteien wie dieser hier sind für die DDR absolutes Neuland. Auf Zelluloid gebannt zeigt hier zum Beispiel das neue Forum, wie rücksichtslos die alten SED-Bonzen mit dem einfachen Volk umgesprungen sind. Doch eine Medienschlammschlacht sollen die kostenlosen Werbeplätze, die das DDR-Jugendfernsehen 1199 den Parteien zur Verfügung gestellt hat, nicht werden. Im Gegenteil.
Das sind alles Leute, die hatten zum Teil nie mit dem Fernsehen zu tun gehabt. Die haben zum ersten Mal mit solchen Dingen Kontakt gehabt und dadurch ist sicherlich auch viel Kreatives hereingekommen. Inhaltliche Vorgaben macht 1199 nicht. Nur so manche Drehbuchvorstellung der Funktionäre lässt sich nur mit Mühe realisieren. Am Trickfädchen der Fernsehprofis hängt auch im DDR-Wahlkampf so manche gute Idee. Doch im Wahlkampfgetümmel haben die Parteien die wichtigsten Regeln längst erkannt. Ich habe 3 Minuten für diesen Werbespot, das sind die sehr kurz. Und ich kann keine Vorgeschichte dazu erzählen. Deshalb konzentriere ich mich in dieser Darstellung nur auf Demokratiebegriff. Mit einfachsten Mitteln und klaren Aussagen wollen die Stimmenjäger ihr Wählerpotenzial vergrößern. Das Bekenntnis zum demokratisch frischen Neuanfang ist allen Spots gemeinsam, so auch den jungen Liberalen, deren Parteinahme die Wählermassen aufhorchen lassen soll. Julia ist da. Sie und 20 weitere Parteien setzen 2,5 Wochen vor der Wahl zum Endspurt an. Auf zu Julia! Soweit dieses Thema. Nach langem Hin und Her ist es nun endgültig klar, der neue Airbus A321 wird in Hamburg gebaut. Das haben heute die Mitglieder des Aufsichtsrates aus Frankreich, Spanien, Großbritannien und der Bundesrepublik beschlossen. Gegen diese Entscheidung protestierten die französischen Airbus-Bauer in Toulouse. Sie werden künftig wie bisher den A320 bauen. Dazu kommen die geplanten Langstreckenflugzeuge A330 und A340. Der Airbus 321, der in Hamburg gebaut wird, soll erst ab 1993 fliegen. Schon jetzt sind 12 Maschinen fest bestellt. Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen hat heute in der westrumänischen Stadt Temeswar der Völkermordprozess gegen 21 Mitglieder des ehemaligen rumänischen Geheimdienstes Securitate begonnen. Die Anklage wirft ihnen die Beteiligung am Blutbad unter Demonstranten im vergangenen Dezember vor. Dabei wurden mindestens 100 Menschen getötet und rund 300 verletzt. In Ostbeirut haben die verfeindeten Christenmilizen heute Morgen ihre heftigen Kämpfe fortgesetzt. Seit Stunden werden vor allem Wohnviertel mit Panzern und Granaten beschossen. Viele Häuser brennen. Seit dem Bruch des Waffenstillstandes starben mindestens 75 Menschen. Bei einem Erdrutsch im nordöstlichen Urwaldgebiet Perus sind mindestens 33 Menschen ums Leben gekommen, etwa 50 werden noch vermisst. Die Erdmassen hatten sich nach schweren Regenfällen von einem Hügel gelöst und waren in den Mayo-Fluss gestürzt. Dadurch gab es Überschwemmungen. Peruanische Umweltexperten machen die Abholzung der Wälder am Osthang der Anden für die Katastrophe verantwortlich. Bei einem Zugunglück in Nordirland sind vergangene Nacht 3 Menschen ums Leben gekommen und 27 zum Teil schwer verletzt worden. Auf einem unbewachten Bahnübergang etwa 40 Kilometer nordöstlich von Belfast war der Zug gegen ein Auto gerast. 2 Waggons sprangen aus den Schienen.